Und Hallo willkommen zurück YouTube. bei Mythologische Minuten. Auf meinem Kanal erfahrt ihr alles über Götter und Halbgötter der alten Sagenwelt. Warum sind manche Menschen schwarz und warum gibt es Wüsten? Diese Frage haben sich bereits die antiken Griechen gestellt und sie hatten dafür eine Antwort. Phaethon, der Strahlende, der Lenker des Sonnenwagens. Aber bevor es weitergeht, hier eine kleine Anmerkung. Hier noch eine kleine Anmerkung. Diese Erzählung stammt von einem tausenden Jahre alten Griechen. Es ist weder meine Meinung, noch ist es eine Meinung, die man vertreten sollte. Und der Name dieses tausend Jahre alten Mannes war der Dichter Ovid, ein Grieche, der eine bemerkenswerte Geschichte erzählte. Es heißt, dass einst ein schöner, blondgelockter Streitwagenfahrer mit dem Namen Phaethon in Griechenland aufwuchs. Er war derart erfolgreich, dass er behauptete, er habe seine Fähigkeiten von seinem Vater geerbt. Und dieser wäre niemand anderes gewesen als Helios, der Wagenlenker des Sonnenwagens. Natürlich glaubten die Menschen ihm nicht und hielten ihn für einen Aufschneider. Besonders Epaphos, ein Sohn des Zeus, warf ihm vor, ein Lügner zu sein. Phaethon nahm sich das zu Herzen. Und seine Mutter Klymene erkannte, was ihn bedrückte, und meinte, dass es an der Zeit wäre, dass Phaethon seinen Vater Helios in seinem Sommerpalast aufzusuchen und ein Zeugnis seiner Vaterschaft einzufordern. Phaethon brach ohne langes Zögern auf. Doch Helios, der Sonnengott, hatte wie alle Götter viele Kinder und er brauchte etwas Zeit, um sich an Phaethon und seine Mutter zu erinnern. Als es aber soweit war, lud er ihn in den Palast ein und nahm ihn als seinen Sohn auf. Er verpflichtete sich sogar durch einen Eid, seinem Sohn ein Geschenk seiner Wahl zu gewähren. Phaethon, jung und ungestüm, erbat sich nun also, für einen Tag den Sonnenwagen lenken zu können. Helios war bestürzt und versuchte seinen Sohn von diesem Plan abzubringen. Der Sonnenwagen war nämlich nicht einfach ein gewöhnliches Gespann. Er glühte wie Feuer und seit Anbeginn der Zeit sorgte Helios dafür, dass er immer in geordneten Bahnen um die Erde kreiste. Doch Phaethon ließ sich nicht abbringen und durch seinen Eid gebunden stimmte Helios zu. Er überreichte seinem Sohn den goldenen glühenden Sonnenwagen mit den stolzen Hengsten der Sonne. Und schließlich, als die Nacht zu Ende ging und es Zeit war für die Dämmerung, betrat Phaethon den kostbaren, reich verzierten Sonnenwagen des Vaters. Er hatte kaum mit den Zügeln geschnallt, als das Vielgespann losraste und bald außer Kontrolle geriet. Phaethon versuchte vergeblich alle Tricks, um die Pferde wieder auf Kurs zu bringen, doch diese waren keine gewöhnlichen menschlichen Pferde, sondern Wesen des Himmels. Und Wesen des Himmels ließen sich bestenfalls von einem Gott was vorschreiben, nicht aber von einem Halbgott. Und so löste seine Fahrstrecke bald zwischen Himmel und Erde eine Katastrophe universellen Ausmaßes aus. Doch bevor wir zu diesen Katastrophen kommen, abonniert doch gerne meinen Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar. Laut Ovid passierte Folgendes: Überall dort, wo die Erde am höchsten ist, wird sie vom Feuer des Phaethon ergriffen, bekommt Spalten und Risse und dörrt aus, weil alle Säfte entzogen wurden. Das Gras wird grau, die Blätter der Bäume brennen und das trockene Saatfeld ging in Flammen auf. Ganze Städte gingen mit ihren Mauern unter und ganze Länder und Völker verbrannten zu Asche. Auf der Höhe des afrikanischen Kontinentes jedoch konnte Phaethon die Pferde zumindest wieder etwas hochheben, in die Lüfte ziehen. So entstand das Volk der dunklen Äthiopier, da der Sonnenwagen so dicht, immer noch so dicht über sie hinweg raste, dass ihnen, Zitat, das Blut nach oben gestiegen wäre und sie dadurch schwarz wurden. Aber ganze Landschaften wurden auch verwüstet und so entstand unter anderem auch die Wüste Libyen. Phaethon hätte wahrscheinlich versehentlich die gesamte Erde verbrannt, hätte Gaia, die Mutter Erde, nicht eingestritten. Sie war erzürnt über die Zerstörung des jungen Halbgottes und wandte sich an Zeus, den obersten Richter, und forderte ihn auf, diese Farce zu beenden. Der Gottkönig und oberster Richter aller Götter und Menschen sah die drohende Weltvernichtung und schleuderte einen Blitz auf Phaethon. Der Wagen des Helios wurde zertrümmert und Phaethon stürzte in die Tiefe, wo er tot im Fluss Eridanus landete. Seine Schwester, die Wassernymphen, die Heliaden, weinten um ihn und brachten ihn ans Ufer, wo sie ihn in Pappeln verwandelten. Helios war bestürzt über den Tod seines Sohnes und über den Verlust seines Sonnenwagens. Vielleicht war es zu diesem Zeitpunkt so, dass Zeus beschloss, seinem Sohn Apollon
der bisher nur Gott der Kunst und des Bogenschießens gewesen war, auch das Amt des Sonnengottes zu übertragen. Doch sei es wie es sei, Phaethon starb und es fand sich nur ein kleiner Grabstein, auf dem stand: Hier ruht Phaethon, der Lenker des väterlichen Wagens. Zwar konnte er ihn nicht meistern, starb aber, nachdem er Großes gewagt hatte. Doch was denkt ihr? Ist es besser, ein kurzes, aber gefährliches Ding zu wagen und dafür ein angenehmes, aber unerkanntes Leben zu führen? Oder wie Phaethon, große Dinge zu wagen, mit allen Gefahren und Konsequenzen? Antwortet mir doch gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.